A one-of-a-kind footballer with exceptional talents. Bei den Ausnahmespielern sieht man das Besondere sehr schnell. Even his opponents have to admit. Hat ein brutales Gefühl für den Raum. Worth 81 million euros, he's currently Germany's most valuable player. Klar war es immer ein Traum von mir, irgendwann mal in Ausland zu spielen. But would going abroad be the right move? Is Kai ready for bigger challenges? Seine Körpersprache, die ist absolut kacke. Er muss ein bisschen aggressiver sein. So far, he's proven himself more than worthy at Leverkusen. But is he equipped for the real big stage? We take a look at how Kai's story all began. Ich habe angefangen bei Alemannia Marierdorf, das ist ein Dorfverein, wo ich halt herkomme, wo ich groß geworden bin. And this is what that small town looks like. Marierdorf is located less than 20 kilometers from the Dutch border in western Germany. Born here in 1999, Kai grew up spending most of his childhood, well, where do you think? Hier auf dem Stück Rasen hat der Kai seine ersten Spielversuche gemacht und Tore geschossen. Wahrscheinlich sogar auf dieses Tor hier. Das ist nämlich schon uralt. Es fing früh an. Ich glaube, das war als erstes mein Opa, weil der auch einen sehr, sehr großen Fußballbezug hatte. Und generell, weil einfach mein Vater hat auch selber Fußball gespielt, aber jetzt nicht so hoch. Aber einfach waren alle Fußball verrückt. Mein Bruder hat selber Fußball gespielt. Und ja, einfach, es war einfach eine Fußballfamilie bei mir zu Hause und wir haben Fußball geliebt. Just like so many other youngsters, Kai dreamt of one day being a professional footballer. At the tender age of 4, he started playing for his local club, Alemannia Marierdorf. And it didn't take long for him to stand out above the rest. Und dann spielte der mit und dann habe ich nur gedacht, kann nicht wahr sein, weil er halt so extrem viel Power hatte, Ehrgeiz, Biss, Wille, aber ein total schüchterner Junge. Wenn wir dann unterbrochen haben, dann stand er dann so, This shy side of Kai has stayed with him over the years. He still comes across as reserved, and he's not one to flaunt his genius. But his low-key demeanor doesn't stop him from being extremely effective on the pitch. Ein sehr wichtiger Baustein, der immer wieder eine super Kreativität hat im Spiel und egal wer das spielt, auch füttert, sehr ballsicher ist. In Marierdorf, Kai had to assert himself among boys who were older and bigger. Er war halt ein ganz normaler Fußballspieler in einer ganz normalen Fußballmannschaft. Aber immer unter der Prämisse 2 Jahre jünger als die anderen. Und das war halt das, was ich dann immer im Kopf hatte, wo ich dachte, But did being the smallest ever intimidate Kai? Mich hält irgendwie sowas nicht auf, sondern ja, ich versuche es dann den Leuten dann wieder zu beweisen. Which makes us think of another small, quiet youngster who made it big. In 2008, when Kai was 9, he was discovered for the first time at a youth tournament. Again, it was his age and size that caught everyone's attention. Dann hat irgendwie natürlich jeder da gedacht, Moment mal, da ist aber irgendwas nicht richtig in Marierdorf. Und da war dann halt, man musste dann so einen Bogen ausfüllen, so einen Spielerbogen, wo die Rückennummer, Namen der Spieler und die Geburtsdaten draufstehen. Das war ja ein Einladungsturnier für den Jahrgang 97 und der Kai ist Jahrgang 99. Und dann fiel der natürlich sofort auf und dann hatten wir alle Scouts der Liga da stehen. Die gucken sich dann jedes Spiel an und da ist er dann aufgefallen, klar. And he continues to stand out. He's recorded 25 assists in 118 Bundesliga appearances for Leverkusen, not to mention scoring 36 goals of his own. The first to score 35 before turning 21. Ich glaube, wenn man anfängt, als kleiner Junge irgendwie Fußball zu spielen, dann ist immer das große Ziel, ja, ich will Fußballprofi werden. Klar, es schwebt das dann noch irgendwie weiter ferne und du hast noch viel anderes im Kopf. In 2009, Kai went to play for Alemannia Aachen. And just a year later, at age 11, he made the huge step of joining Leverkusen's youth academy. Früher habe ich Kai gerne mit Messi verglichen, weil er auch von der Körperstatur, auch von der Position, Zehner, und Messi war so sein Idol früher. Der Kai war kleiner, wendig. Guter linker Fuß, hat sehr viele Tore gemacht und man konnte den eigentlich nicht erwischen. The small, slim, introverted lad had no problems fitting in his new environment. He let his actions speak for him, on and off the pitch. Also der Kai ist ja nicht negativ aufgefallen. Der Kai war ja immer so einer, der aus Fehlern von anderen gelernt hat. Kai hat selber wenig Fehler gemacht. Also ich sag jetzt mal zu spät kommen oder ich sag jetzt so doofe, nicht geputzte Schuhe oder irgendwas vergessen. Das haben immer andere gemacht. Und die haben dann ihren Anpfiff bekommen und der Kai hat daraus gelernt, sodass
dass es nie notwendig war, Kai disziplinarisch zu maßregeln. Thanks to Kai's opening goal against Dortmund in the final, Leverkusen were crowned German Under 17 Champions in 2016. Ich kann es im Moment noch gar nicht fassen. Also ich glaube, wir haben ein Jahr jetzt darauf hingearbeitet, um diesen Titel zu kriegen, und jetzt haben wir es einfach geschafft. Und ich glaube, die Freude ist bei allen riesig, und jetzt können wir es einfach nur feiern. That same year, Kai won a silver medal as one of Germany's best youth footballers. For him, it was more than just an award. In der U17 ungefähr hat man dann, also habe ich persönlich dann schon gemerkt, dass es, glaube ich, für etwas mehr reicht, weil einfach ja, ich gemerkt habe, dass ich ja, schon eigentlich ganz gut bin und relativ viel Potenzial habe. October 15th, 2016, just months after celebrating his first youth championship title, Kai celebrated his Bundesliga debut. It came in the 83rd minute, away at Bremen. Es war ein Auswärtsspiel, deswegen war keiner im Stadion leider. Aber ja, alle waren natürlich überglücklich, haben sich für mich gefreut. Ich glaube, meine Eltern haben mich ungefähr jedes Wochenende zu irgendeinem Auswärtsspiel gefahren, zu irgendwelchen Turnieren immer. Und deswegen, glaube ich, war das irgendwie so eine Teamleistung von unserer ganzen Familie. From then on, the 17-year-old was a regular in Leverkusen's first team and gained international attention playing in the Champions League. Mal ist er mit Özil verglichen worden, mal ist er mit Draxler, mit Ballack und Co. verglichen worden. Ich würde Kai einfach mit Kai vergleichen. Sagen, Kai ist Kai und ist eine Marke für sich. One of a kind Kai, no longer so small, now more than 6 foot tall, scored his first goal in his 9th Bundesliga match. Kai Havertz! First Bundesliga goal for Kai Havertz. And in addition to scoring, he was soon pulling strings at the heart of Leverkusen's midfield, still just 17 years old. Ich bin dann relativ früh hochgekommen zu den Profis, habe dann die ersten Spiele gemacht und dann auch relativ viel Selbstvertrauen immer getankt. Und ja, dann geht auch so irgendwie die Zeit auch relativ schnell um, muss ich sagen. In 2018 he was awarded the gold medal as Germany's best youth footballer and received his first call-up to the national team. Muss man sagen, dass es schon auffällig gut ist für 19 und dass er weit ist in seiner Entwicklung. Und natürlich kann man sich gut vorstellen, dass der in Zukunft, in den nächsten Jahren, eine wichtige Position einnimmt und eine Schlüsselrolle spielen kann bei der Nationalmannschaft, weil er einfach auch schon für 19 außergewöhnlich gut. Gehört natürlich auch schon viel Arbeit dazu, auch ein bisschen Glück natürlich. Und ja, das hat sich bei mir irgendwie alles so ergeben. Kai is also a big star in the digital world. But as far as his self-promotion goes, he's a star without the airs and graces. Fast cars and gold-coated steaks are just not his thing. Muss ich sagen, also ich glaube, er beschäftigt sich da wenig mit und deswegen muss ich mich damit auch nicht groß beschäftigen. These are guys who always love a kick around, and any object will do. But is there still room for Kai to improve before he takes the next step? Als er in Aserbaidschan bei der U16-Nationalmannschaft Europameisterschaft gespielt hat, was mir dann total nicht passte, das war seine Körpersprache. Er hatte so diese hängenden Schultern und so, als hätte er keine Lust, und das ist er nicht, das ist gar nicht. Aber er wirkte so. Und dann haben wir kurz geschrieben bei Facebook so ein bisschen. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich sage, das war alles super, meiner Meinung nach. Ich sage, aber deine Körpersprache, die ist absolut kacke. Du musst ein bisschen aggressiver sein. So. Yes, at times Kai might appear a little disinterested, but only to those who don't know him as well as his mentors do. Anything else? Also seinen rechten Fuß, den hat er zum Stehen, den benutzt er gerne. Glaube ich, dass das eine Sache ist, wo man ein bisschen dran arbeiten könnte. And off the pitch, it wouldn't hurt to brush up a bit on his football history. Wer kennt mehr Bundestrainer oder Teamchefs der deutschen Nationalmannschaft? Ja, Jogi Löw. Rudi Völler. Jürgen Klinsmann. Franz Beckenbauer. Ich war vor deiner Zeit, ne? Ja. Rudi Völler hast du gesagt, ne? Yes, mate. Ja, nee, ne? Ja.
Er weiß keinen mehr. But of course there are more important things to know in life. Like how to offer sound advice to youngsters who look up to you. Ich heiße Henry und wie werde ich Profi? Du solltest immer an dich glauben, immer hart arbeiten und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du immer Spaß am Fußball hast, dass du das gerne machst, dass du dich nicht so sehr unter Druck setzt und ja, dass du immer den Spaß einfach beibehältst, weil das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Deswegen spielen wir alle Fußball, weil wir irgendwann mal als kleiner Junge Spaß dran hatten. Kai has had lots of fun so far and we're certain he'll continue to have more on the big football stage in future. Thank you.